später kommt. Deswegen werde ich den Abend jetzt direkt eröffnen, damit wir die Zeit so effizient wie möglich nutzen können. Herzlich willkommen zu unserem heutigen UX-Chat zum Thema Artificial Intelligence. Ich freue mich sehr, dass wir drei ganz wunderbare Referentinnen heute Abend hier haben, Matthias, Rahel und Eneas. Und natürlich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Das ist wirklich eine sehr große Runde. Und ich möchte kurz das Wort an unsere Referentinnen übergeben, damit sie sich kurz euch vorstellen können. Und ihr wisst, mit wem ihr heute Abend in den Austausch treten könnt. Rahel, magst du vielleicht direkt mal starten? Beziehungsweise würde ich vielleicht Matthias fragen, ob du starten möchtest, weil Eneas und ich haben ein paar Folien mitgebracht und dann würden wir vielleicht gleich im Anschluss einen kleinen Input zum Thema geben, was uns so beschäftigt. Ja, sehr gerne. Ich bin der Matthias Schavan. Ich komme aus der Schweiz, wie ihr vielleicht hören könnt. Ich habe in Zürich Interaktionsgestaltung studiert und habe danach in Deutschland in Böblingen geholfen, das Designstudio von IBM aufzubauen. Habe dort auf verschiedensten Plattformen designt, unter anderem auch auf dem Mainframe, und bin dann nach Amerika gegangen, nach Austin, Texas, und habe dort für die Data and AI Suite von IBM die Produkte gestaltet. Bin jetzt zurück in der Schweiz und arbeite dort in einem äußerst interdisziplinären Team aus Data Scientists, Engineering, Designers, wo wir bei den Kunden ihre größten Probleme lösen. Genau, und ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Ja, freut uns auch sehr. Alles klar, dann teile ich am besten gleich den Bildschirm, damit wir die Vorstellungsslide sehen können. Ja, ich bin der Eneas. Und die Reihe stellt sich eigentlich gleich zuerst vor. Ich sage nur noch mal ganz kurz, dass wir beide an der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd die neue Professur, für Creative AI und Design jetzt kürzlich besetzt haben und dort das AI und Design Lab aufbauen. Genau, dann mache ich kurz weiter ein paar Worte zu mir. Ich bin Rahel, habe einen Hintergrund im Industrie- und Interaction Design. Was mich fasziniert, ist eigentlich diese Überschneidung von dem Physischen und dem Digitalen. Ich habe eine Zeit lang auch, würde man sagen, eher als im Bereich des klassischen UX-Design gearbeitet, aber dann hat es mich doch relativ schnell in die Forschung gezogen und mich bisher auch nicht losgelassen. Ich habe in verschiedenen Forschungseinrichtungen gearbeitet, bin relativ früh auch in die Lehre eingestiegen. Zuletzt war ich am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo auch Eneas und ich uns herkennen. Und von dort sind wir eben gemeinsam, wie Eneas gerade schon angesprochen hatte, an die HFG gemünd und haben dort die Gastprofessur Creative AI und Design. Ja, ich bin ja Eneas, wie schon erwähnt. Ich habe so viral auch Produkt- bzw. Industrial Design studiert und bin dann eigentlich nach einer relativ langen Zeit eher so im physischen Design dann bei Braun so in den Bereich Digital Innovation oder Interaction Design übergegangen und dann nach einer kleinen Zeit in der Selbstständigkeit, wo ich mich dann eigentlich so mehr oder weniger autodidaktisch auf das Thema Machine Learning konzentriert habe, dann in die Forschung begeben an das Design Research Lab und auch an das DFKI, wo ich dann ein bisschen mehr Freiheiten hatte und ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte, sag ich mal, eine wissenschaftliche Herangehensweise an das Thema künstliche Intelligenz zu entwickeln und auch das Thema KI und Design ein bisschen besser miteinander verbinden zu können als, ganz frische Forschungsfrage, wie verbindet man eigentlich diese beiden Disziplinen. Wie schon mal kurz erwähnt, Rahel und ich unterrichten sehr gerne und haben schon in den letzten Jahren recht viel unterrichtet, dann kürzlich auch zusammen in Potsdam und haben uns dann gemeinsam auf die Professur, die frisch ausgeschriebene Professur für ein großes Konsortialprojekt beworben. Und in diesem Konsortialprojekt, das heißt KITEC, gibt auch eine Website, gestaltung.ai, befinden sich 5 Partnerhochschulen. Da sind ein paar Designhochschulen dabei, ansonsten auch ein paar technische Hochschulen mit Fachbereichen Gestaltung. Und es ist ein recht großes Projekt. Insgesamt 36 MitarbeiterInnen und es
ist im letzten bzw. vorletzten Jahr gestartet und geht noch bis Ende 2025 und ist eigentlich, soweit wir wissen, zumindest das erste Forschungsprojekt jetzt in der Größe, um die Schnittstelle Design und KI zu beforschen. Die anderen Hochschulen sind in Mainz, Offenbach, Köln und Trier und die haben alle so ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte. Bei uns im Lab, wir haben dadurch, dass wir beide auch aus der Forschung kommen, einen relativ starken Forschungsbezug. Also es gibt im gesamten Projekt einen Forschungsbezug zum Thema Lehrentwicklung. Was bei uns vielleicht nochmal so ein bisschen hinzukommt, ist auch ein Forschungsbezug zum Thema Gestalten und Ermitteln von neuen Anwendungsfeldern, von KI im Design-Kontext, allgemeine Fragen auch über die Lehre hinaus. Wie können GestalterInnen eine Praxis, eine Arbeitspraxis mit Design entwickeln und wie können vielleicht auch sogar die Designenden Einfluss darauf nehmen, in welche Richtung geforscht wird? Genau, was wir immer so ein bisschen beobachten, sei es bei Studierenden, aber auch bei Kollegen und Kolleginnen oder auch in unserer eigenen Arbeit, in eigenen Projekten, ist, dass KI oftmals als so eine Art, ich sag mal, so eine ominöse Superpower eingesetzt wird. Also in dem Sinne, dass wir irgendein Problem haben, irgendein Gestaltungsproblem, was unter Umständen komplex ist. Wir wissen nicht, wie wir es lösen können. Und dann wird KI so ein bisschen als eine Art Wildcard eingesetzt, so nach dem Motto, KI wird das schon irgendwie lösen. Und was wir so ein bisschen dahinter vermuten, sehen, ist eben diese Unklarheit darüber, was KI eigentlich genau ist, beziehungsweise die Wirkweisen dahinter, eben auch angefeuert natürlich durch mediale Bilder, sei es von humanoiden Robotern oder eben dieses Bild dieser General Artificial Intelligence, also dieser Superintelligenz. Und deshalb ist es uns immer ganz wichtig, so ein bisschen darauf einzugehen oder ein bisschen darauf hinzuweisen, was KI eigentlich ist, nämlich dass es ja eigentlich ein Sammelbegriff ist für eine ganze Reihe unterschiedlicher Technologien, die eigentlich auf einem sehr ähnlichen oder einem gleichen Funktionsprinzip beruhen, nämlich dass dahinter eben ja eine Form von Algorithmus steht, der sukzessive durch einen Trainingsprozess sich beziehungsweise seine Parameter optimiert. Und auf diese verschiedenen Begriffe, die sich sozusagen unter dem Begriff KI sammeln, würden wir jetzt einmal ganz kurz eingehen, ein paar Beispiele zeigen, was sich dahinter versteckt. Genau, also wir gehen jetzt einfach mal so ganz kurz durch, nur einfach mal um diese Bandbreite, die, glaube ich, auch viele unserer Studierenden ein bisschen überfordert, darzustellen. Ganz klassischer Bereich Computer Vision, hier zum Beispiel per Pixel Segmentation, also zu welchem Objekt gehört der Pixel in einem Bild, jetzt hier in einem Video zu sehen. Dann so ein bisschen Use-Case-basierte Anwendungsfälle, Identifizieren von Objekten, zuordnen zu einer Klasse und auch ermitteln von der eines Ortes innerhalb eines Bildes. Und dann so vielleicht jetzt für den Designbereich in letzter Zeit auch sehr bekannt gewordene Anwendungscases, wo designbasierte Tools gestützt werden durch solche Segmentierungsverfahren. Also Computer Vision an sich eigentlich schon mal ein sehr großer Bereich. Man könnte bildgenerative Algorithmen eigentlich auch noch hinzuzählen, wie Dolly oder Stable Diffusion. Ansonsten gibt es zum Beispiel auch noch sogenannte multimodale Algorithmen, also sensorbasierte KI-Algorithmen, wo verschiedene Sensordaten zusammengeführt werden. Und daraus wird dann etwas Unklares zum Beispiel ermittelt. Hier wird zum Beispiel auf der Basis von ein paar Sensoren, keiner davon ist bildbasiert, die Bewegung einer Position vorher, die Bewegung einer Person vorhergesagt. Und das rechte Beispiel, selbstfahrende Autos, ist wahrscheinlich ein sehr präsentes Beispiel. Das soll einfach nur nochmal zeigen, man kann eben auch verschiedene Arten von Sensordaten zusammenfügen. Da wäre jetzt ein Kamerabild oder LiDAR-Daten. Wird zum Beispiel auch mit Sound gearbeitet, da kommen ganz viele verschiedene sensorische Modalitäten zusammen, werden dann kumuliert zu verschiedenen Vorhersageergebnissen und dann eben weiterverarbeitet, zum Beispiel für einen Steuerungsalgorithmus. Ja. Genau, ein weiterer großer Bereich, der Bereich des Natural Language Processing, also dem Interpretieren und Generieren von natürlicher Sprache. Hier haben wir zum Beispiel ein Beispiel von dem OpenAI Playground,
das Modell GPT-3, was gerade auch sehr viel in den Medien war, Sie vielleicht auch schon gesehen und gehört haben, ein ja, Modell zur Generierung von Text auf Basis von natürlicher Sprache. Also ich gebe einen sogenannten Prompt als Input und bekomme ein Output ebenfalls in Form von Text. Auch hier ist keine Magie im Spiel, sondern es wird eben ganz, sagen wir, ganz klassisch eigentlich auf Basis der zuvor geschriebenen Worte das nächstwahrscheinliche Wort oder der nächstwahrscheinliche Buchstabe generiert, auf Basis eben eines gigantischen Datenpools. Genau. Und, wir können eben mit Text nicht nur Text in natürlicher Sprache generieren, sondern mit solchen Modellen wie hier gezeigt, zum Beispiel Codex, eben auch durch die Eingabe von natürlicher Sprache Code generieren. Ich muss sagen, mir hilft dieses Tool sehr, weil ich leider nicht so fit in JavaScript bin. Und ja, so hat man dann doch ganz, ganz gute Unterstützung dabei, wenn man mal schnell was coden möchte. Oder, ja, Ineas hat es eben auch schon kurz ein bisschen angesprochen oder angedeutet, auch generative Algorithmen, also was wir eben gesehen haben, hat ja im Prinzip auch etwas generiert, also auch das könnten wir in die generativen Algorithmen mit einschließen, aber eben auch aus Text Bilder zu generieren, da haben wir ja Stable Diffusion oder DALL-E gerade, die ja sehr präsent sind. Und hier ein Beispiel, wo auch aus dieser Kombination von einer Kontur plus einem Textinput Bilder generiert werden von einem Turnschuh. Ein Beispiel, wie so ein Tool aussehen könnte, mit dem man vielleicht auch eine große ja, Bandbreite von unterschiedlichen Ideen, Entwürfen, Varianten erzeugen kann für ein Produkt, für einen Entwurf aus einem Text- oder Bildinput. Genau, also das sind quasi auch die, das ist auch die Bandbreite der Technologien, die unsere Studierenden immer herbeiziehen. Die ist natürlich ziemlich groß. Das ist auch eine große Herausforderung zu verstehen, wie diese einzelnen Algorithmen funktionieren, was sie können, was sie nicht können. Das wäre vielleicht in Bezug zu KI im Design nochmal eine kleine Liste von besonderen Herausforderungen, die natürlich nicht unbedingt alle einzigartig für KI sind, zusammengestellt. Das ist einmal das Thema Erwartung. Ja, es wird häufig eben eine vielleicht sogar menschähnliche Funktionsweise erwartet von Nutzenden, wenn sie gerade bei generativen Textalgorithmen auf Sprachbasis interagieren. Wir haben dadurch, dass theoretisch erstmal jeder Input möglich ist, auch eine sehr große Bandbreite an möglichen Outputs, die eine gewisse Unvorhersehbarkeit und eine geringere Kontrollierbarkeit erzeugen, wenn man da ein Produkt mitgestalten möchte. Auch damit muss man als DesignerIn umgehen. Die Komplexität, so einen Algorithmus zu verstehen, ja, es ist leider ein relativ heterogener Möglichkeitsbereich. Ganz oft geht etwas, eine Funktion ist möglich, was ganz ähnlich ist, ist dann plötzlich wieder nicht mehr möglich. Das ist was wir sehen, den Studierenden sehr schwer fällt, diese Komplexität zu erfassen. Natürlich auch nochmal befeuert durch die sehr hohe Entwicklungsgeschwindigkeit der Technologie. Kaum hat man vielleicht ein Modell sich mal angeeignet oder ein gutes Verständnis für die Funktionsweise eines Modells entwickelt, gibt es vielleicht auch schon was ganz anderes. Durch diese hohe Anpassbarkeit oder diese sehr hohe Bandbreite an möglichen Erzeugungsergebnissen von solchen Modellen kann man natürlich auch eine ganz andere Art von Individualität erzeugen. Aber diese Individualität spiegelt sich natürlich auch eben in der Bandbreite und in der Erwartungshaltung der Nutzenden wieder. Und eigentlich eine Abwandlung dieses Problemfelds sind die variablen Kontexte, dass auch Nutzende ein Verständnis dafür entwickeln müssen, welcher Kontext jetzt zur Steuerung eines Algorithmus beiträgt. Ja, trotzdem gibt es natürlich haufenweise Potenziale. Das ist wirklich ein spannendes Feld. Man kann auf jeden Fall wegkommen von bestehenden Interaktionspattern. Man kann deutlich mehr in kontextgesteuerte Interaktion eintauchen. Also man kann Interaktionen steuern durch
eine Handlung an sich und nicht durch das Drücken eines Knopfes oder das Sliden eines Reglers sozusagen. Also es gibt spannende neue Tools, die die Arbeit natürlich auch einfach erleichtern, wie zum Beispiel das Generieren von visuellen Alternativen, Stockmaterial. Daraus entstehen natürlich auch wieder neue Use Cases. Generelle Individualisierbarkeit über diese Prompts kann man natürlich auch extrem viele verschiedene Pre-Prompts sozusagen erstellen, also eine hohe Individualisierbarkeit herstellen, wie sich diese Textergebnisse anhören sollen oder anfühlen sollen. Und im weiteren Sinne, was dann wahrscheinlich eher so in den nächsten Schritt reingeht, Co-Creation-Prozesse, wo man vielleicht tatsächlich wieder eine größere Freiheit in der eigenen Entwicklung von spannenden Workflows bekommt, einfach dadurch, dass es eine größere Bandbreite an Möglichkeiten gibt, mit so einer Technologie zu interagieren. Und so wie mit den Tools, die wir auch kennen, hat natürlich jeder seine eigenen Workflows. Und da sehen wir im Bereich KI eben nochmal eine größere Tiefe, die möglich werden könnte. Und die Folie müssen wir zeigen, damit wir nicht gefeuert werden. Sehr, sehr wichtig. Okay, vielen Dank für diesen Input und die Einleitung. Jetzt würde uns natürlich, also jetzt interessiert mich natürlich wahnsinnig, was die Community, die heute hier ist, für Fragen hat. Was interessiert euch? Es gibt mehrere Möglichkeiten, eure Fragen loszuwerden. Schreibt sie entweder in den Chat oder, was uns natürlich noch viel lieber ist, hebt eure Hand, macht die Kamera an und quatscht mit uns, beziehungsweise mit den drei ReferentInnen. Ich würde vielleicht direkt mal eine Einstiegsfrage stellen. Und zwar würde mich interessieren, welches Beispiel für KI-basierte Experience könntet ihr nennen, die ganz besonders innovativ waren? Ja, ich glaube, ein Punkt, der vielen für Fremdsprachen extrem geholfen hat, ist halt Grammarly. Oder? Früher hat man irgendwie mit Translate was versucht zu machen oder mit anderen rudimentären Tools und dann plötzlich hat man tatsächlich ein Tool, wo man schreibt und das Tool analysiert während dem Schreiben und hilft dir, den Text besser zu machen. Also sie haben eigentlich dann Learning Experience und tatsächlich deinen Task, den du erreichen willst, miteinander kombiniert und zwar auf einem Weg, wo du über Beispiele also selber auch eingreifen kannst damit und am Ende des Tages trainierst du dann auch das Modell hinten dran zurück. Das hat mir persönlich extrem viel geholfen. Ich fand aber auch von der Art und Weise, wie es gebaut wurde, ist wirklich ein ausgezeichnetes Experience. Cool, ja, klingt spannend. Rahel, Neas, habt ihr vielleicht noch irgendeinen Input? Vielleicht um gerade ganz kurz daran anzuschließen, weil mir das gerade noch eingefallen ist, ich es in der Präsentation ganz kurz erwähnt hatte, vielleicht sehr in eine ähnliche Richtung, aber eben solche Tools wie Codex oder Copilot, die eben einem das Coden erleichtern. Ich denke, das ist vielleicht jetzt nicht, ich weiß nicht, ob das jetzt quasi so klassisch so eine User Experience ist, nach der du gerade gefragt hast, weil es ja schon auch vielleicht eher so ein Tool für uns als GestalterInnen ist. Aber das ist zum Beispiel ein Tool, was für mich einfach super ist, weil es irgendwie das, ja, eben wie du das auch gerade meintest, Matthias, diese Learning Experience quasi verbindet mit, also ich kann etwas machen, was ich vorher nicht machen konnte und ich lerne aber auch noch darüber, sodass ich es in Zukunft vielleicht ohne solche Tools auch machen kann. Genau, also es geht sozusagen sogar noch darüber hinaus, über dieses, ich gebe ein, was ich haben will und dann bekomme ich das, sondern ich bekomme vielleicht sogar noch was Besseres, als ich eigentlich im Sinn hatte. Und vielleicht noch eine Erklärung dazu. Also das ist auch was mich total fasziniert. Und vielleicht, Rahel, wir mögen beide noch sehr gerne Edge Impulse. Das ist, wir sehr genießen. Das ist eine kleine Tool-Suite zur Erstellung von sensorbasierten Algorithmen. Man kann sozusagen verschiedene Sensoren über Mikrocontroller anschließen und hat dann eigentlich eine End-to-End-Suite, mit der man sich die Daten anschauen kann, Clusterings erzeugen kann, Modelle trainieren kann mit einer Programmiersprachenschnittstelle. Das ist wirklich, also wenn man das vergleicht, wie man vorher die Daten gesammelt und dann selber, sag ich mal, Step by Step in einer ganz anderen Umgebung programmiert hat und das Ganze dann für einen Mikrocontroller kompilieren musste und so weiter, das
es hat schon einen wahnsinnigen Komfort und macht auch recht Spaß. Und ja, wenn die ZuschauerInnen vielleicht ein Arduino zu Hause rumliegen haben, die EinsteigerInnen-Tutorials machen auch wirklich Spaß und sind sehr einsteigerfreundlich. Dann haben wir eine Frage aus dem Publikum, und zwar fragt Nicole: Habt ihr Ausblicke, wie sich das Feld der des Design-Prototypings für das Erstellen von High-Fidelity-Click-Dummies entwickeln könnte, außer Endo und Figma? Habt ihr bereits Erfahrungen, Beispiele in diesem Bereich? Ja, ist eine gute Frage. Mir fällt jetzt auf den ersten Moment gerade kein Tool ein, das irgendwie auf dem, ja, auf dem Non-Release-State wäre. Wir selber bei IBM, die AI-Tools bauen, wir brauchen im Moment Figma und machen dort das Beste draus, um halt die Produkte auch wirklich gescheit zu gestalten. Aber vielleicht haben die Leute aus der Forschung noch ein paar Ideen. Wolltest du ihn erst? Nee, ich lasse dir gerne den. Oh je. Na, ich wollte eigentlich eher sagen, vielleicht liegt es auch daran, dass wir, oder wenn ich jetzt von mir spreche, ein bisschen mehr so in dieser Überschneidung zum Physischen unterwegs sind, dass ich bei Prototyping-Tools eher eben solche Tools im Kopf habe, wie Ineas eben schon ein bisschen drüber gesprochen hatte, wie Edge Impulse. Da gibt es vielleicht noch andere, die man da nennen könnte. Das heißt, ähnlich wie solche Tools wie Processing, da gibt es eben auch fürs Machine Learning ähnliche Tools, ML5 und so weiter. Also quasi eher solche Tools für so physische Interaktionen, die mir da einfallen. Für Wireframes habe ich leider auch keine Idee. Ja, also ich beschäftige mich schon ein bisschen damit, weil ich so ein bisschen Hobby-Frontend-Entwickler bin. Aber ich würde auch eigentlich sagen, dass ich da meiner Meinung nach nicht wahnsinnig, also da steht, glaube ich, kein großer Umbruch bevor, gerade im High-Fidelity-Bereich. Ich glaube, also ich könnte mir vielleicht noch vorstellen, dass in dem schnellen Generieren von, also auf Template-Basis, wie man das vielleicht von Präsentationen kennt, dass da vielleicht die eine oder andere Innovation um die Ecke kommt, die man vielleicht nicht erwartet hätte. Aber allgemein, wenn man es wirklich genau auf eine ganz bestimmte Art und Weise haben möchte, dann ist es einfach wahnsinnig schwer, über diese im Moment prävalente Text-to-X, also über dieses Texteingabeparadigma wirklich genau zu steuern. Also ich glaube, im Templating-Bereich könnte da was passieren, aber im High-Fidelity-Bereich vielleicht nicht so unbedingt. Ja, Templating-Bereich bin ich auch voll deiner Meinung. Meine, mit den heutigen Designsystemen, die so weit sind, da bist du als Designer so fix, um ein High-Fidelity-Prototype zusammenzuklicken. Aber auch dort wieder, oder? Es gibt dann Best Practices, die man dementsprechend automatisieren könnte. Und ChatGPT wurde ja schon genannt. Dementsprechend, Lorem Ipsum ist, darf man wahrscheinlich nicht mehr verwenden heutzutage. Ne? Und dementsprechend gibt es einem auch wieder ganz andere Möglichkeiten, um halt einen Prototypen, du hast jetzt von High Fidelity gesprochen, das ist gut und recht von der Gestaltung, am Ende des Tages ist es ein Erlebnis und dann kommt der Kontext halt eben dazu. Und wenn man dann halt tatsächlich einen Prototyp generiert, der dem Kontext auch entspricht, wo er dann halt leben sollte, dann holst du halt deine zukünftigen User, die testen sollen, halt viel besser ab. Von dem her, in diese Richtung gibt es bestimmt gute Fortschritte. Okay, es gibt jetzt hier eine Reihe von Fragen noch, aber zuerst möchte ich gerne Joachim zu Wort kommen lassen. Du hast schon eine ganze Weile die Hand oben. So lange jetzt nicht, aber danke. Wie seht ihr denn jetzt mal ganz allgemein gesprochen den Nutzen, möglichen Nutzen und auch die Akzeptanz von AI, KI im Rahmen des Human-Centered Design-Prozesses, wo es ja auch um iteratives Testen geht? Wo seht ihr da mögliche Anwendungsbeispiele jetzt mal über das Schaffen von schnellen Templates, die man dann raushaut, aber die man ja nicht alle testen kann, hinaus? Also ich denke, es gibt so verschiedene Anknüpfungspunkte im Prozess, wenn wir jetzt von KI-basierten Systemen als Tools reden, also als Tools, die uns in der Gestaltung unterstützen können.
Ich denke, zum einen haben wir da gerade am Anfang des Designprozesses natürlich viele Möglichkeiten über Variantenbildung oder man könnte sogar noch früher anfangen, dass wir sagen, wir unterhalten uns mit ChatGPT, also oder quasi gehen in so einen inspirativen Dialog, werden vielleicht irritiert durch Antworten, kommen da vielleicht auf andere Ideen, die wir vorher nicht hatten. Wir könnten mit bildgenerierenden Algorithmen in den visuellen Ideation-Prozess gehen, also Varianten erzeugen, Bilder erzeugen, die uns vielleicht zu bestimmten Gestaltungsentscheidungen inspirieren, die wir ohne diesen Input vielleicht nicht gehabt hätten. Da sehe ich auf jeden Fall Anknüpfungspunkte. Ich denke gerade auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich sagen würde gegen Ende oder ob das dann doch noch mittendrin ist, aber eben zum, sag mal, im Bereich des, ich nenne es jetzt mal Rendering, also wenn wir Produkte platzieren möchten oder visuelle Abbildungen von Produkten generieren und platzieren möchten in bestimmten Umgebungen, in bestimmten Szenen, ja, denke ich, haben wir da durch einiges an Möglichkeiten. Ich weiß nicht, was fällt euch noch ein? Ja, du hast den Designprozess angesprochen. Da gibt es natürlich die Art und Weise, wie man den dann ausführt, aber ich glaube, der Designprozess, der ändert sich schon auch, wenn man halt für AI-Applications designt, weil du musst viel mehr verstehen, welche Daten zapfst du an, wenn ich die anzapfe, welche Regulatorien muss ich beachten, speziell mit dem EU Act for AI oder den American Act, der jetzt dann auch kommt. Modelle haben wir wahrscheinlich weniger zu tun, aber wir haben mit dem Output zu tun, oder? Und da musst du auch gucken, dass die Traceability, die Explainability, die muss absolut gewährleistet sein, weil wenn du dort, und das ist halt der Designprozess entscheidend, oder? Wenn du das halt nicht gescheit machst, am Ende des Tages, Designing for AI is building relationship. Und wenn diese Relationship auch nur einen Zweifel reinkriegt, dann wird es so lange dauern, um den wieder rauszukriegen. Und darum, wenn du aber die Explainability und die Traceability zum Beispiel halt gescheit machst und so, dass der Kunde und der User abgeholt wird, dann wird es am Schluss ein gutes Produkt geben oder einen guten Prototypen, der am Schluss tatsächlich dem User was hilft. Also das heißt, der Designprozess, der wird, ich will nicht sagen aufgeblasen, aber wird komplexer, ne? Weil du kannst nicht mehr einfach rudimentäre Interaktionen gestalten, sondern du musst gucken, dass du eine gescheite Beziehung gestaltest, die ja auch wachsen kann. Und ja, das kann ich euch nur an die Hand mitnehmen, dass man eben auch der Human in the Loop zum Beispiel mit einplant bei wichtigen Elementen, dass die User halt auch irgendwie ein Verständnis dafür kriegen, hey, das ist jetzt nicht nur eine Maschine, die entscheidet. Ja, wenn du zum Beispiel an eine Bank denkst, wo es dann halt, kriegst du die Hypothek oder kriegst du sie nicht? Und da brauchst du eine Erklärung dazu. Sonst wirst du gleich einen Support anrufen, dann können sie das Supportzentrum aufbauen. Und dann hat die Bank nicht viel gespart, wenn sie alles Richtung Maschine auslagern. Das sind also Beispiele, ne? Also Impact of Action von deiner Aktion als Designer, ich glaube, die werden größer, weil früher, wo man noch sagen konnte, ja, okay, das ist jetzt nicht ganz so gescheit rausgekommen, bist wahrscheinlich durchgekommen. Heutzutage, die Erwartung ist so hoch, und das ist auch gut, dass sie hoch ist, ne? Dass man das Design dementsprechend gescheit machen muss. Hat es deine Frage beantwortet? Ich glaube, ich habe unterschiedliche Dinge beantwortet tatsächlich, ja. Weil bei mir ging es eher darum, also nicht, wie designe ich, um AI als Anwendung zu verkaufen, sondern wie könnte AI den Designprozess für andere Dinge unterstützen? Und wie ist dann die Akzeptanz da drin, wenn ich, keine Ahnung, User-Tests plötzlich durch AI ersetze oder so. Ja. Aber trotzdem ist das ein wichtiger Punkt, weil es ja auch in den Bereich Chatbot geht, was ja auch ein wichtiger Aspekt für vielen Sachen ist. Aber danke euch. Auf jeden Fall. Gerne. Danke. Dann haben wir noch eine Frage aus dem Chat, und zwar von Lorenz. Eine Frage hinsichtlich der Akzeptanz durch Nutzer. Welche Risiken, Gefahren seht ihr in der immer größer werdenden Wirksamkeit von KI? Was macht das mit den Menschen und welche Berufsfelder, außer denen die KI programmieren, sollten grundsätzlich überdacht werden? Das wird gegebenenfalls mehr als nur Werbetexter treffen. Ja, das ist natürlich ein hochpolitisches Thema, oder? Ich bin davon eigentlich überzeugt, dass es wahrscheinlich oft um repetitive Arbeiten geht und dass man Leute, die diese heute machen, mitnehmen sollte auf die Reise. Weil es wird nicht so einfach sein, dass man sagen kann, ja, okay, jetzt haben wir KI und dementsprechend werden ganz viele Leute ersetzt. So einfach ist es nicht. Das wäre halt auf dem Reißbrett so. Tatsächlich wird es anders laufen.
Wir werden repetitive Elemente wahrscheinlich eher auslagern. Und die Leute, die viel Erfahrung in diesen Jobs aber gesammelt haben, werden dann wahrscheinlich für die speziellen Fälle dann zum Zuge kommen und dementsprechend ihre Expertise dann zu teilen. Die Gesellschaft wird sich weiterentwickeln, auch mit Hilfe von KI, und das wird viele, viele Vorteile mit sich bringen, aber eben auch viele, ich will nicht sagen Nachteile, sondern halt ja, Auswirkungen, die man halt auch als Gesellschaft mit betrachten müsste. Und dementsprechend, die Politik gibt relativ Gas, was Regulatorien anbelangt. Ne, das hat auch mit dem zu tun. Die Politik, und das sind ja schlussendlich die Vertreter des Volkes, sind auch mit am Start. Also ich glaube, das muss man als Gesamtgesellschaft betrachten und man kann es nicht nur aufs Design-Thema reduzieren, ob jetzt KI Jobs ersetzen wird und ob es irgendwann noch Werbetexte geben wird. Wie seht ihr das, Rahel und Aneas? Ja, also ich denke tatsächlich, dass es einzelne Gruppen schon ziemlich stark treffen wird. Also jetzt gerade im Bereich Copytexten. Natürlich wird nicht jetzt jeder Copy, also einfach eine KI einsetzen, um dann einen Copytext zu generieren, sondern es wird vielleicht noch einen Copytexter, Copytexterin geben, die verschiedene Beispiele generiert und dann auswählt oder so. Aber natürlich bedeutet das im Endeffekt dann schon deutlich weniger Arbeit für Copytexten. Und ich glaube, dass so einzelne Berufsgruppen einfach durch einen extremen Effizienzanstieg dann nicht in dem Sinne trifft, dass sie ersetzt werden, sondern dass in manchen Bereichen kann die Nachfrage natürlich dadurch auch steigen. Also es kann natürlich auch sein, dass man dann individuelle Texte generiert, dass man sagt, okay, jetzt wo ein Copytexter das Zehnfache an Texten raushauen kann. Vielleicht könnte ich jetzt viel individueller einzelne Texte generieren, die durchgehen, schauen, dass sie auf ganz bestimmte User-KäuferInnen-Gruppen zutreffen. Also da gibt es auch Veränderungsbereiche, aber ich denke schon, dass es da wahrscheinlich auch größere Verschiebungen gibt. Ob da jetzt so viel Aushandlung stattfinden wird, da wäre ich jetzt schon skeptisch. Aber was medial vielleicht ein bisschen verhandelt wird, dass es irgendwie um Massenarbeitslosigkeit gehen könnte, dem Matthias absolut zustimmen. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Timo, magst du was dazu sagen oder eine neue Frage stellen? Du bist gemutet. Ja, sehe ich gerade. Dann hoffe ich, Lorenz, dass deine Frage beantwortet worden ist. Ansonsten komm gerne zu uns auf die Bühne und diskutiere gerne. Und dann, Timo, würde ich dir das Wort direkt übergeben. Ja, alles klar. Ich habe quasi drei Fragen. Ich hoffe aber, es geht einigermaßen schnell. Quasi einmal, wie seht ihr denn die Begrifflichkeit? Also ich habe immer so, KI wäre für mich irgendwie die generelle künstliche Intelligenz und was wir aktuell machen, vielleicht liege ich falsch, aber wäre für mich quasi eher Machine Learning, weil also die Maschine ja nicht wirklich Entscheidungen trifft, oder? Sie greift halt auf unglaublich große Datensätze zurück. Aber das wisst ihr besser, das erklärt ihr bestimmt gleich. Die zweite Frage wäre, was ist der sinnvollste Einstieg? Ich weiß so ein bisschen metamäßig irgendwie irgendwas, aber ich habe noch nie irgendwas benutzt und würde halt gern wissen, wie ich am besten anfange. Und die letzte Frage ist vielleicht auch mit so einem Augenzwinkern, haltet ihr denn eine generelle KI für möglich? Und wenn ja, wie lange dauert es noch? Ja. Okay, vielleicht zur ersten Frage. Also diese Differenzierung am Anfang finde ich eigentlich wichtig, weil diese Begriffe eben eine hohe Reichweite haben und dadurch auch eine allgemeine Erwartungshaltung geprägt wird, was man jetzt von so einem Algorithmus erwartet. Man würde was anderes von einer KI erwarten als von einem Machine Learning Algorithmus. Mittlerweile bin ich ein bisschen abgestumpft, weil der KI-Begriff sich einfach irgendwie so durchgesetzt hat. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass vielleicht ein bisschen Ruhe reingekommen ist, was das Thema General AI angeht, dass man da zwar ja, ein bisschen euphorisch wurde bei ChatGPT oder GPT-3, aber trotzdem ein generelles Bewusstsein eingetreten ist, dass eine AGI erstmal nicht bevorsteht, sage ich mal. Also ich
so ein bisschen hat sich das beruhigt. Und mittlerweile, ja, also ich finde das auf jeden Fall gut, wenn man das differenziert, aber man kann unverbindlich auch mal KI sagen, wenn man eigentlich Machine Learning meint. Der Einstieg wäre noch die letzte Frage quasi, was ihr für am einfachsten oder besten oder so haltet. Ja. Für dich persönlich, um in das Thema reinzusteigen, das ist eigentlich, also ich kann dir da das IBM Design for AI empfehlen. Google hat auch ziemlich viel gutes Material generiert. Da gibt es auch sogar Learning Materials. Ja, also das ist sicher ein guter Start. Ich kann dir auch den Link in den Chat posten. Ja, also dieses Google Pair ist echt eine coole Seite. Google People and AI Research ist auch wirklich nett gemacht und richtet sich an DesignerInnen und ist so ein Rundumschlag. Also man kann sowohl lernen, wie KI funktioniert, aber es wird auch schon ein bisschen weitergegangen, ein bisschen erläutert, was sind Best Practices, Themen, die wir hier auch erwähnt haben, also Erwartungshaltung, Erwartbarkeit, Vertrauen, Datenschutz, ethische Fragen, all das wird so abgedeckt mit dem einen oder anderen Deep Dive. Das von IBM ist natürlich auch super. Und vielleicht noch so ein bisschen, also vielleicht noch so als, ich sag mal, Anti-Empfehlung, weil das auch ein Thema ist, mit dem, über das wir viel diskutiert haben und vor wahrscheinlich auch einem Jahr noch gesagt hätten, dass sozusagen so ein, ich sag mal, beim, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, also beim Urschleim anfangen, also wirklich tief einsteigen in Coding und so wäre notwendig, hätten wir bis vor einem Jahr noch gesagt, eben ja selber gut coden können und so weiter. Mittlerweile, dadurch, dass es eben auch so viele Tools gibt, die so einen niedrigschwelligen Einstieg schaffen, also wo man wirklich sich auch experimentell damit auseinandersetzen kann, ist das, was korrigier mich, Ineas, aber was wir gar nicht mehr so unbedingt für empfehlenswert halten, wirklich mit so der Hardcore-Technologie anzufangen. Ja, also es ist nicht mehr zentral. Man kommt auf jeden Fall ohne das Selbstcoden davon. Wenn einem das Spaß macht, kann man das trotzdem machen. Also ich denke, es ermöglicht einem immer noch mal einen anderen Zugang zur Technologie, mal ein kleines generatives Sprachmodell zu trainieren oder mal so auch von den großen Modellen zumindest mal einfach die grundsätzliche Architektur nachzuprogrammieren. Da gibt es mittlerweile echt auch ganz gute Tutorials, wo man so ein bisschen Zero-to-Hero-mäßig arbeitet. Man sollte sich aber dann nicht irgendwie einbilden, dass man danach jetzt irgendwie Machine Learning Engineer ist. Aber ich finde es trotzdem toll, auch wenn es eigentlich so Code-Along ist, einfach mal zu sehen, okay, was sind so die groben Puzzleteile, wie passen die ungefähr zusammen? Man ist danach jetzt nicht in der Lage, einen eigenen Algorithmus zu entwerfen oder den auf eine bestimmte Problemstellung anzupassen oder sowas. Aber man hat das mal alles gesehen. Da gibt es schon auch ganz coole Sachen. Ich glaube, es macht grundsätzlich immer Sinn, mit der Technologie, womit man gestaltet oder die hinter der Gestaltung dann steht, dass man die ein bisschen kennenlernt. Wie ihr es gesagt habt, oder heutzutage muss man zum Glück nicht mehr alles programmieren können, aber man sollte da trotzdem die Möglichkeiten kennenlernen. Und darum hilft es tatsächlich, wenn man sich dem aussetzt, anfängt mit den Elementen zu spielen. Weil wenn du als Designer die Möglichkeiten kennst, die jetzt so ein Modell mit sich bringt, dann wirst du viel präzisere Designentscheidungen treffen können, die tatsächlich dann auch dem Kunden viel bringen werden. Oder auch schon nur, ne, wenn du deinen Developer dann besser verstehst oder deinen Ingenieur und du nicht was ins Blaue designst, wo dann hinten dann merkst, ja, hey, doesn't work, weil du hast die Grundlagen zum Beispiel des Modells falsch verstanden. Also von dem her, setzt euch dem aus, macht die Tutorial. Wenn ihr im Team Developers habt oder Ingenieure, sprecht mit dem. Ich habe zum Beispiel die Zeit in Austin sehr cool empfunden, wo ich mit dem IBM Research Lab in Indien zusammengearbeitet habe, um halt AI-Algorithmen für Data Cleansing mithelfen zu entwickeln und dementsprechend die dann eben auch im Design anzuwenden. Und das hieß dann halt eben auch, sich tief einarbeiten bei Coursera, irgendwelche Data Cleansing-Kurse zu machen. Und das hat aber tatsächlich dann viel geholfen, um halt wirklich präzise gestalten zu können. Von dem her, habt da keine Angst diesbezüglich, sondern probiert es einfach aus. Vielen Dank. Ich wollte nur kurz mich bedanken und gerne die Links, wenn ihr die am Ende in den Chat postet, würde ich mich sehr freuen. Ja, danke. Ja, sehr schön. Dann Norbert, hast du noch dazu was zu sagen oder eine neue Frage? Ich habe eine neue Frage.
Okay. Beziehungsweise vielleicht geht das auch ein bisschen mit den Datenschutzrisiken einher. Die Frage gab es ja im Chat. Und ich glaube, Matthias, du hattest es eben ja mal gesagt, dass das ein gesellschaftlicher Aushandelsprozess sei, jetzt auch ein bisschen, was da passiert. Meine Frage zieht auf Folgendes. Google hat seit 10 Jahren oder länger AI-Tools entwickelt, die intern verwendet werden und hat die immer zurückgehalten und aus ihrer Sicht aus guten Gründen, weil die halt einfach noch nicht sauber waren. Oder Meta hat vor ein paar Jahren einen Chatbot mal losgelassen, der von einem Tag zum Nazi mutiert ist. Und jetzt hat OpenAI einfach mal einen rausgehauen oder zwei mit DALL-E und mit ChatGPT. Und alle anderen sind jetzt unheimlich getrieben, das auch zu veröffentlichen, unabhängig davon, ob die gefühlt das schon zu Ende getestet haben oder mit den Gefahren, die sich halt da drin aus deren Sicht ja tatsächlich scheinbar noch befinden. Und es gab ja jetzt, glaube ich, auch schon mal den Fall, ich weiß nicht, ob das Stable Diffusion oder bei DALL-E war, dass ein tatsächliches Foto plötzlich in der Bildgenerierung aufgetaucht ist von einer Person, die aus irgendeinem Datenpool einfach rausgeplutscht ist, sozusagen. Und plötzlich waren dann wirklich persönliche Daten in so einem Bildgenerierungstool. Und mich interessiert eure Einschätzung so ein bisschen zur ethischen Dimension, die das jetzt annimmt an der Stelle, nach dem Motto, naja, wir experimentieren jetzt mal fleißig drauf los, egal was bei rauskommt. Und es werden ziemlich viele sehr seltsame Sachen bei rauskommen. Und naja, das wird sich irgendwie einrenken. Das dauert jetzt ein Jahr oder sowas. Oder mutiert das Ding zum super Fake News, keine Ahnung, persönliche Daten, super GAU-Leck oder sowas. Das würde mich mal interessieren, wie ihr das einschätzt. Ich kann sonst kurz was zu der ethischen Sicht erzählen. Ich meine, wer heutzutage AI entwickelt, der darf das Thema nicht ausklammern. Und wenn es ausklammert, dann wird es ihm wahrscheinlich früher oder später auf die Füße fallen, weil es ist so unglaublich entscheidend. Wir zum Teil lagern Entscheidungsprozesse an Modelle aus, die aber gesellschaftlich oder auf einzelne Personen sehr großen Einfluss haben können. Das heißt, da gibt es eine gewisse Accountability. Und die Firmen, die diese Tools in die Welt setzen, die sind dafür auch verantwortlich, dass es eben keinen Schaden anrichtet. Und wenn sie es nicht selber machen, dann wird es spätestens mit den Regulatoren dann kommen. Also zum Beispiel das Thema wie AI Governance ist ein Thema, das bei vielen Firmen relativ hoch im Kurs ist, wird auch sehr ernst genommen, aber auch getrieben von den Regulatoren. Das heißt, in Zukunft, wenn zum Beispiel eine Bank x Modelle laufen hat, dann kann der Regulator kommen und sagen, ja, weis mir die aus, ich will die Audits davon sehen. Und da musst du bereit sein, diese eben auch auszuweisen. So viel zu dem Thema, was der Regulator, also mit die Gesellschaft, mit in den Einfluss hat, nimmt. Die Frage ist immer, wenn die Regulatoren so früh kommen, wie jetzt bei AI, schränkt sie dann auch Innovation ein. Und da werden wir halt irgendwie eine Balance finden müssen, damit trotzdem die Entwicklung gescheit weitergehen kann, aber keinen großen Schaden anrichtet und tatsächlich den Menschen hilft, weil zum Beispiel wir von IBM, wir setzen nun, also das ist für uns extrem wichtig, dass wir Ethical AIs auf den Markt bringen. Elemente, die tatsächlich helfen und nicht Schaden verursachen. Und das geht runter bis zu uns in Design-Teams. Ne? Also wir werden darauf geschult, wir ziehen uns x Sachen rein, sind mit den Ingenieuren tagtäglich im Austausch, um zu gucken, dass das, was wir kreieren, auch tatsächlich am Schluss den Leuten hilft und nicht eben, wie die Beispiele, die du gerade genannt hast, dann sehr schnell missbraucht werden können. Rahel, Aneas, ich habe sicher auch noch Punkte dazu. Das war vollständig, denke ich. Okay, Norbert, dann hoffe ich, dass deine Frage beantwortet wurde. Perfekt. Dann widme ich mich mal dem Chat. Und zwar hat Matthias 2 Fragen. Welche Interaktionsansätze gibt es mit generativer AI? Müssen wir alle Prompt-Engineers werden oder ist abzusehen, dass sich die Interaktion mit AI ändern wird? Und in dem, was ich über MLOps gelesen habe, scheint UX-Design noch nicht wirklich vorzukommen. Bei der Entwicklung von AI-Tools, kennt ihr Best Practices für die Zusammenarbeit von UX-Design und Engineers oder Data Scientists?
also zum Thema Prompt Engineering. Ich denke, dass dieses Text-to-X-Paradigma sehr spannend ist. Ich glaube aber, dass es sich eher im, also auf mittlere Sicht eher im inspirativen Bereich bewegen wird, was man damit macht. Also hatte ich vorhin schon mal erwähnt, wenn man ein ganz präzises Ergebnis erwartet, das ist was, was die meisten Modelle aktuell noch nicht so unbedingt liefern können, wenn man eine gewisse Ergebnisoffenheit mitbringt oder sich vielleicht auch inspirieren lassen möchte oder bereit ist, mehrere Iterationen zu gehen, was dann dem ursprünglichen Designprozess vielleicht dann auch immer mehr ähnelt. Da sind diese Modelle, glaube ich, sehr spannend. Insofern würde ich sagen, das ist erstmal optional. Also wir müssen, glaube ich, nicht alle Prompt-Engineers werden. Wer aber Lust drauf hat, das mal auszuprobieren, der kann bestimmt auch jetzt schon davon Prozesse vielleicht in seinen Workflow übernehmen. Ja. Ja, die Schwierigkeit bei den Zusammenarbeiten mit den Data Scientists ist tatsächlich, dass sie hat unglaublichen Massen an Daten arbeiten und wir mit unseren Tools wie Figma hat fast nicht hinten nachkommen, diese Masse auch gescheit darzustellen. Und da ist man dann schnell mal auch in einem Coded Prototype, der halt dann die Massen an Daten auch wirklich in dieses Tool mit reinziehen kann. Das heißt, am Anfang, also wir brauchen Design Thinking, um uns zu finden. Und da sind auch die Data Scientists mit an Bord. Und danach geht es wirklich darum, halt die Sachen auszuprobieren. Aber wie gesagt, die Schwierigkeit ist wirklich, auf dem Prototyping-Level mit den Daten klarzukommen. Wir selber haben das Glück, dass wir in unserem Team halt Ingenieure und Data Scientists haben. Wir gehen dann sehr schnell auch in den Prototype rein, der gecodet ist, und dann kann man mit den Daten wieder spielen. Und ich glaube, wenn man da sogar nochmal einen Schritt quasi zurückgeht, und ich glaube, Matthias, da hattest du vorhin sogar auch drüber gesprochen, ich denke, was da halt auch super wichtig ist, ist so eine gemeinsame Sprache. Und ich glaube, an der fehlt es auch gerade noch ziemlich stark. Das merken wir eben auch gerade in der Arbeit mit Studierenden, dass wenn man gar nicht so genau ausdrücken kann, was man eigentlich oder was so ein, sagen wir, ein Modell eigentlich genau machen können sollte, oder man hat einen Entwurf und man kann gar nicht genau artikulieren, ja, was brauche ich überhaupt, um diese Interaktion, diese User Experience quasi umzusetzen, oder andersrum eben gar nicht so richtig fassen kann, ich habe hier ein Modell, ich weiß gar nicht, was das eigentlich kann, was sind die Grenzen, was sind die Möglichkeiten, was für User Experience oder Interaktion kann ich darauf aufbauend überhaupt gestalten. Ich denke, das ist zum Beispiel ein Riesenproblem, was wir durch so dieses Entwickeln der gemeinsamen Sprache angehen müssen. Und das stellt ja auch eben so Fragen für den Designprozess generell. Also jetzt diese Prozesse, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die sind ja eher so, sagen, aufeinander aufbauend. Also entweder gibt es vielleicht ein Modell und die Gestaltung baut sozusagen auf diesem Modell auf, oder es gibt eine Gestaltung und es wird sozusagen als Anforderung zur Entwicklung eines Modells genutzt. Wie aber können Designprozesse aussehen, wo wirklich Gestaltung und Entwicklung eines Modells Hand in Hand gehen oder gleichzeitig passieren? Ich denke, das sind Fragen, und Best Practices habe ich dafür leider noch nicht. Es gibt ein Beispiel. Oh, sorry. Go for it. Ich wollte mich noch kurz an Rahel anschließen, weil wir beim Deutschen Forschungszentrum für KI auch manchmal Kontakt mit IngenieurInnen haben und nochmal unterstreichen, dass dieses Sprachproblem auf jeden Fall vorherrscht. Insgesamt kann man sich eigentlich so ein bisschen die Designrolle manchmal so ein bisschen ein paar Jahre zurück vorstellen, wo man eigentlich oft nochmal erklärt, was machen Designer überhaupt und warum jetzt in der Forschung und warum denn jetzt so hands-on an der technologischen Entwicklung dran. Das ist auch, sag ich mal, erneut so einen kleinen Rechtfertigungsprozess gibt, der natürlich auch extrem davon profitiert, wenn man sich schon innerhalb dieses technischen Jargons auszudrücken weiß. Also es hilft auf jeden Fall dabei, schneller auf eine gemeinsame Gesprächsebene zu kommen. Was immer auch ein guter Einstieg ist, ist die Google AI Canvas, wo du dann sagst, okay, welche Daten will ich anzapfen, was will ich mit dem machen, ne? Wie ist die Rollenteilung, was macht dann die Maschine, was macht der User, und eben auch unten dran, hey, was könnte der negativen Impact sein, was muss man begleiten, etc., etc. Es gibt einen relativ breiten Einstieg. Mhm.
Dann hoffe ich, dass die Fragen beantwortet wurden. Ja, ich würde gerne das Wort an die Handmeldung, Javiera, gerne übergeben. Ja, danke. Ich habe mich gerade gefragt bei der T-Tech, ich habe da ein bisschen reingeguckt, wie ihr da vorgeht, wenn ihr da Projekte aufsetzt oder kleine Laborprojekte wahrscheinlich. Geht ihr dann auch so aus der Seite der User Needs oder von irgendwelchen, also wollt ihr irgendwelche Probleme lösen oder wollt ihr eher Technologie in irgendwelche Probleme? Also wie verknüpft ihr das Ganze sozusagen? Und habt ihr dafür auch so ein, zum Beispiel im Design Thinking Prozess irgendwelche besonderen Übungen, Methoden drin, die das Ganze dann auch zusammenbringen? Wie geht ihr sowas an? Ja, das ist eine ganz tolle Frage, weil wir nämlich immer wieder merken, dass bei den Studierenden, wenn die Voraussetzungen für so ein Verständnis nicht gegeben sind in der Breite, dann ist es schwer, vom Problem zur richtigen Technologie zu kommen. Wenn man dann sozusagen, wenn man jetzt klassisches problemlösungsorientiertes Design nimmt, dann müsste man eben auch wieder die ganze Bandbreite der technisch möglichen KI-Lösungen kennen. Und deswegen arbeiten wir eigentlich so ein bisschen an einem Ansatz, wo man das Ganze wieder ein bisschen auf den Kopf stellt und vielleicht ein bisschen eher sich fragt, okay, wir haben jetzt eine technologische Innovation und welches sind die Probleme, die man damit lösen könnte. Ich bilde tatsächlich auch, wenn man jetzt nicht gerade in so einer großen und forschungsstarken Firma arbeitet wie IBM oder Google, auch so ein bisschen mehr die Berufsrealität ab, wo jetzt die meisten Unternehmen nicht ein AI-Team zur Verfügung stellen können, was Technologien in der vollen Bandbreite zur Verfügung stellen kann. Also was bringt eine Ideation in eine Technologie herein, die dem Unternehmen schlussendlich nicht zur Verfügung steht. Deswegen würden wir im Moment eher so diesen technologiezentrierten Ansatz wählen. Rahel, vielleicht willst du dazu auch noch was sagen. Ja genau, vielleicht noch mal ganz kurz auch so zu dem Ansatz von KeyTech allgemein. Da es ja ein Lernentwicklungsprojekt in dem Sinne ist und wir sozusagen auch untersuchen möchten, welche Lehr- oder Lernformate eignen sich denn am besten, um Studierenden eben dieses Wissen über KI zu vermitteln, ist das, finde ich, auch doppelt eine super spannende Frage, weil wir eben auch verschiedene Formate daraufhin ein bisschen untersuchen möchten. Also auch daraufhin untersuchen, wie können sich dadurch eigentlich Studierende eben auch selber Funktionalitäten oder Wissen zu KI-Technologien aneignen? Gehen wir da über das Experiment oder gehen wir da besser über einen konkreten Use Case, für den etwas gestaltet wird? Und genau da, wie Ineas gerade meinte, haben wir uns jetzt gerade, sind wir dabei, uns eher in diese Richtung zu orientieren, zu sagen, wir haben. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Genau, aber wie Ineas eben gerade im Prinzip in dem Sinne angedeutet hatte. Ja, super, danke. Jan-Paul, möchtest du dazu noch was sagen oder eine neue Frage stellen? Ich wollte dazu was sagen, sonst hätte ich mich auch hinten angestellt. Ich habe vor kurzem mit zwei Studentinnen von der HFG tatsächlich zusammengearbeitet. Es ist ja immer so, manchmal hört man vielleicht auch über drei Ecken erst, was im gleichen Haus gemacht wird. Die haben sich in ihrer Masterarbeit mit dem Thema beschäftigt, wie man diese Frage, die zumindest habe ich sie jetzt so verstanden von Javier, wie man das im Unternehmen macht. Also wie finde ich als Unternehmen eigentlich raus, welche KI-Lösungen für uns im Arbeitsumfeld in Ordnung wären. Und da haben wir auch festgestellt, dass es halt ein relativ komplexer Prozess ist. Die haben sich sozusagen eine Design-Thinking-Methode überlegt, wie man mal in die Problemdefinition und in die Ideation reinkommt. Aber in dem Ansatz ist es tatsächlich so vorgeschaltet, braucht man in irgendeiner Form eine Art von Schulung für die Leute, die da teilnehmen, dass sie mal eine ungefähre Vorstellung davon haben, was KI kann. Also die müssen ja nicht technisch im Detail durchsteigen, aber sie müssen quasi ein Gefühl dafür kriegen, was ist da automatisierbar oder wie funktioniert das? Und am Ende kommen dort sogenannte Möglichkeitsräume raus, die man dann aber noch mal einem Data Scientist auf den Tisch packen muss und dann kriegt er vielleicht 20 Vorschläge, von denen drei viable sind und vier so halb und der Rest ist Müll.
Und dann muss man da halt nochmal aussieben. Aber das ist tatsächlich eben das, was mir dazu jetzt einfällt. Also der Prozess ist schwierig. Ich glaube, wir brauchen da Methoden und wir haben eben auch festgestellt in der Arbeit mit Unternehmen, dass diese Methoden tatsächlich fehlen. Also die Use-Case-Definition ist jetzt, was KI im Arbeitsumfeld angeht, kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, eins der großen Schwierigkeiten. Jan, Paul, da können wir sonst auch gerne mal diskutieren. Wir sehen das auch im Markt als große Schwierigkeit. Für uns ist aber das eigentlich Daily Business, weil Use-Case-Definition mag schwierig sein, aber die ist, wie du sagst, die ist entscheidend, oder? Wenn wir die nicht gescheit hinkriegen, dann haben wir am Schluss Technologie, die einfach angewandt wurde, ohne die Möglichkeiten gescheit zu nutzen und am Schluss eben auch dem User wirklich gescheit zu helfen. Darum, ja, aber ich habe den Link gepostet von IBM bezüglich AI. Ja, das, vielleicht hilft das auch schon, sonst melde dich bitte gerne. Okay, dann würde ich weiter im Chat fortfahren. Und zwar fragt Yannick, gibt es wirklich eine Lernkurve oder höre ich auf zu lernen, weil ein Tool am Ende vieles einfacher und eventuell besser macht und ich mich daher nicht mehr bemühen muss? Darf ich da vielleicht nochmal fragen, Lernkurve für was? Oder Matthias, wolltest du direkt was sagen? Ich hätte auch eine Rückfrage gestellt. Okay, dann hoffe ich, dass Yannick noch hier ist. Und wenn du magst, kannst du super gerne mit hier auf unsere kleine Bühne kommen, wenn du möchtest. Und erstmal zur nächsten Frage weitergehen. Und zwar fragt Claudia, gibt es eigentlich schon so etwas wie den sich selbst optimierenden Shop oder die sich selbst optimierende Website oder Kampagne? Ja, die Systeme gibt es, glaube ich, schon. Sind wahrscheinlich für den Enduser noch nicht ganz so sichtbar. Aber also wenn du jetzt einen rudimentären Shop hast und da sind die einzelnen Produkte mit einem RFID zum Beispiel ausgestattet und du hast dann auch richtig viel Geld investiert in die fetten Sensoren an der Decke, dann kannst du eigentlich die ganzen Bewegungen der Produkte mitverfolgen. Dementsprechend hast du den Warenlauf, was kommt dann wie, wo zusammen, wer trägt die Ware wohin, zu welchem Zeitpunkt wird was gekauft, mit welchem Kunden etc. Und dann wird der Shop dann schon auch dementsprechend optimiert. Aber du in Systemen reingehst, und ich komme dann wieder mit einem Bankenbeispiel, dort wird es zum Beispiel gemacht, je nachdem, wie gut die Bank ihre Daten im Griff hat. Du machst dies, du verhältst dich so und so und so und dementsprechend passt das jetzt am besten dazu, um dir am Ende des Tages zu helfen. Die optimale Agenda natürlich. Die Systeme gibt es wo? Das sind Optimization Engines. Oder wenn du in die Produktion reingehst, oder du hast eine Produktion von 5 Produktionsstraßen und da muss überall Material hinkommen und da gibt es Zwischenfälle und dann läuft das nicht und da muss schnell geplant werden. Also da werden zum Beispiel auch Optimization Engines eingesetzt, um halt sehr schnell Produktion am Laufen zu halten und dementsprechend zu optimieren. Und solche Systeme gibt es eigentlich fast in jeder Industrie. Lorenz, möchtest du dazu was sagen? Ja, ich wollte direkt dazu was sagen. Also ich hoffe, dass es nicht komplett automatisiert wird, wie auf den Webseiten die Kundenzufriedenheit hergestellt wird. Sonst wäre ich meinen Job los. Aber ja, wir arbeiten auch mit solchen Systemen, die beispielsweise Kundenfeedback automatisch auswerten, beziehungsweise auch Alerts zeigen, wenn auf bestimmten Seiten bestimmte Events passieren, die eben gut oder schlecht sind für die Customer Experience. Ich kann da nur nicht ins Detail gehen. Okay, dann Corinna, gerne. So, lass mich schnell entmuten und die Kamera machen. Genau. Ich habe nur noch ein Tool, was tatsächlich eine Antwort auf deine Frage, dann bin ich irgendwann arbeitslos. Vielleicht gibt tatsächlich, es gibt einen Tool-Anbieter, Evolve AI heißt der.
die haben tatsächlich, die nutzen AI für Personalisierung und Experimentation, gehen über den Shop und können segmentbasiert Sachen austauschen und die Seite umbauen in zu einem gewissen Maß. Und einige Unternehmen nutzen das schon und das soll wohl ziemlich gut funktionieren. Also ich bin da natürlich auch so ein bisschen kritisch und vor allen Dingen, welche Hypothesen stecken da dahinter? Das ist die Frage, die kannst du einfach, also das weißt du einfach nicht. Du weißt nur am Ende so, okay, es scheint irgendwas optimiert zu haben, aber die Frage ist, wie kommunizierst du das halt ans Management, was du optimiert hast? Das ist die Challenge. Aber solche Tools gibt es auf jeden Fall schon. Okay, vielen Dank für den Input. Ich würde sagen, wir widmen uns einer letzten Frage. Und zwar kommt die aus dem Chat von Simon. Welche Gestaltungsmöglichkeiten oder Aufgaben haben wir als Designer, wenn wir mit Hilfe von KI auf Basis von KI oder die KI selbst gestalten? Gestalten wir nur noch den Rahmen von Inputs und Outputs für unsere User oder doch auch die Muster der KI selbst, indem wir sie trainieren? Ja, also wenn du nicht auf das Training Einfluss nimmst, dann kann es sehr gut sein, wie es war das, glaube ich, die New Yorker Polizei, die Gesichtserkennung, glaube ich, eingesetzt hat und dann einfach die letzten 20 Jahre an Daten genommen hat und dann hinten nach gemerkt hat, ah, die KI ist ein bisschen anders rausgekommen, als man sie heute haben möchte und dann sehr schnell sie wieder vom Markt genommen hat. Das soll als Beispiel dienen, um wirklich auch den Job als Designer ernst zu nehmen diesbezüglich. Ne? Wir müssen damit reingehen, wir sind die, die eigentlich die User vertreten. Ne? Wir sind im Design- oder im Produktgestaltungsprozess, sind wir die, die die User vertreten. Du hast die Ingenieure, die sind dafür, dass das Ding absolut stabil läuft und dass die besten Leute, die das Ding hat, irgendwie vermarkten. Da gibt es ganz viele Subgruppen noch. Aber wir haben die Aufgabe, dass was wir in den Markt setzen, funktioniert und dem User viel bringt. Und das hat am Ende des Tages mit den Modellen und den Daten. Von dem her, ja, wir müssen gestalten. Okay, Simon, ich hoffe, die Frage wurde damit beantwortet. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Rahel, Aeneas, Matthias, schön, dass ihr bei uns wart. Ich denke und hoffe, dass ihr als ZuschauerInnen ganz viel mitnehmen konntet und ich lese auch schon im Chat sehr viel positives Feedback. Es war ein toller Abend mit ganz vielen neuen Informationen und Einblicken. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart und jetzt wünsche ich euch allen noch einen tollen Abend.